come on. Yeah. Come on. Okay. Ist noch ein lachendes, Michael? Ja. One picture smiling, all together. Ja, also heute war unser Medientag hier bei den Baskets. Es gab ein Fotoshooting und das dauert länger, immer länger als gedacht. Yeah, that's right, I'm gonna work all night. I'm the man of the party, player, what's up now? Don't get mad, cause I'm shining better with your turn. Before you try to get a kick, better get that bread. If you think you miss a game, you won't have to learn. I'ma tell you to your face, you ain't got no chance. Also, Franco war ja heute auch hier, das war auch sehr schön, ihn mal wiederzusehen. Auch wenn er jetzt nicht mehr aktiv spielt, wie schon seit längerem. Aber er war hier, glaube ich, als Koordinator der Telekom tätig im Sponsoring-Bereich und hat hier ein bisschen vermittelt. Es war schon ganz lustig, ihn zu sehen mal wieder. Also ich sage mal, für die Spieler ist es anstrengend, weil es was ganz anderes ist. Ein Training dauert 1,5 Stunden, vielleicht 2 Stunden, dann ist das Training vorbei. Es ist ziemlich alles sehr kompakt. Und heute standen sie eben den ganzen Tag auf der Matte, hatten am Vormittag noch ein Training, dann fing um 12:30 der Trailerdreh an. Ziemlich viel Warterei, da gab es immer mal eine Einzelaufnahme von den Spielern und die anderen hatten nichts zu tun. Und das ist eben dann auch irgendwie schlauchend, wenn man einfach nur warten muss die ganze Zeit, bis man eben an der Reihe ist. Ich glaube, wir und ich und Fabi kommen jetzt als Letztes, weil wir die Jüngsten sind, müssen da als Längstes warten, weil jeder in bestimmten Posen stehen muss und so weiter. Und jeder muss gut aussehen und richtig stehen und deswegen dauert das immer etwas länger. Ja, nochmal eine Variante. Variante? Ja. Geh mal einen Ball hier. Nee, relativ gerade bleiben, also keine Spielszene, sondern nur so ein bisschen, genau, nicht zu weit raus, eher so nach vorne, in meine Richtung. Wollen wir nicht einfach so straight up einfach so ein, wie auf dem Mannschaftsfoto? Ja, okay, dann jetzt nochmal optimistisch. Hat sich dran gewöhnt. Okay, noch ein anderes. Weiter runter, das hat mal wieder länger gedauert, als man sich das so vorstellt. Die Fotografen sind ja echt penibel. Oder wir können ja auch noch 5 cm höher. Muss immer alles stimmen und bis da das ganze Arrangement bei den Mannschaftsfotos ist und sowas, das dauert immer eine Weile. Und da lässt die Konzentration dann natürlich nach. Ich selber als Spieler kann mich erinnern, habe dann am Ende gar keine Lust mehr gehabt auf das Fotoshooting. Ich wollte nur noch nach Hause gehen. Aber am Ende ist man natürlich froh, wenn man die Bilder sieht, wenn die gut geworden sind und auch den Trailer. Das ist auch was, was man dann später den Kindern zeigen kann und das ist eine tolle Sache. Von daher, die Jungs haben das heute super gemacht, haben gut durchgehalten und auf den Fotos am Ende sogar noch ein Lachen drauf gehabt. Ein bisschen entspannter warst du eben. Den Herz jetzt mit links so verkrampft. So rum? Öffnen? Okay, gut. Danke. Gut. Okay. Da ist sicher was dabei. Nee, ich lösche die alle. Ey, Paolo, Spitzenkoch, hat uns heute mal wieder gut versorgt, super Essen gehabt, war echt eine große Hilfe. Danke dir. Spaghetti. Cheers. Genau, es gab Essen von Paolo, es war sehr lecker und der ist hier zwischendurch immer rumgelaufen und war mit auf dem Teamfoto und hat sich hier erfreut. Ich habe einen Ball verschluckt, meinte Mike. Du hast einen Ball verschluckt? Ja, hier. Hat der Mike gesagt, nicht ich. Das bringst du eine gute Ansage. Die Chile kommen ja jedes Jahr mit aufs Foto und die machen die Sache schon ganz gut. Und das ist sicherlich für die auch ein Spaß. Die werden natürlich jedes Jahr schöner. Jetzt noch die Einzelfotos. Die haben wir jetzt auch hinter uns gebracht. Oder da hinten sind noch die letzten, die das hinter sich bringen. Und dann sind wir durch für heute. War ein langer Tag. Lustig war's. Ab nach Hause.
Der Trailerdreh und das Fotoshooting ist nicht nur geschafft. Ich denke, die Spieler und alle anderen sind heute auch geschafft. Und jetzt ist Zeit, nach Hause zu gehen. Also, tschüss und wir sehen uns. Music is my life, every day I rap. I'ma spit the facts, cause I like it like that. Music in my car, every day I drive. I'ma turn it loud.